Unser Bach windet sich im Zickzack wie eine kleine Schlange dahin. Er fließt durch die Felder in solchen Windungen und Krümmungen, dass man meint, er sei zerbrochen. Immer wenn man auf den Berg klettert und nach unten blickt, sieht man ihn wie auf einer Handfläche liegen. Am Tage ist er wie ein Spiegel, aber nachts schimmert er wie Quecksilber. Am Ufer entlang wächst Schilf und schaut ins Wasser. Welch eine Schönheit! Hier Schilf, da Gebüsch, dort wieder Weidenbäume. So beschrieb Nikifor Filimonitsch die Landschaft, wenn er in der Bierstube am Tisch saß und sein Bier trank. Er sprach mit Begeisterung und Eifer. Sein runzliges, rasiertes Gesicht und der braune Hals zuckten jedes Mal krampfhaft, wenn er in seiner Erzählung eine besonders poetische Stelle betonen wollte. Die hübsche 16-jährige Schankmamsel Tanja hörte ihm zu. Sie lag mit der Brust auf der Theke und stützte den Kopf in die Fäuste. Bleich vor Staunen und ohne mit der Wimper zu zucken, nahm sie jedes Wort begeistert auf. Nikifor Filimonitsch saß jeden Abend in der Bierstube und unterhielt sich mit Tanja. Er liebte sie, weil sie eine Waise war, und auch wegen der stillen Zärtlichkeit, von der ihr blasses Gesicht mit den stechenden Augen ganz übergossen war. Und wen er gern hatte, dem gegenüber ließ er seiner Zunge freien Lauf und erzählte ihm alle Geheimnisse seiner Vergangenheit. Seine Gespräche begannen gewöhnlich mit der Beschreibung der Natur. Von der Natur ging er zur Jagd über, von der Jagd auf die Persönlichkeit des seligen Herrn, des Fürsten Swintzow. »Mein berühmter Mann war das«, berichtete er von dem Fürsten. »Berühmt war er nicht so sehr durch seinen Reichtum und die Größe seiner Ländereien, als durch seinen Charakter. Er war ein Don Juan.« »Und was bedeutet Don Juan?« »Das bedeutet, dass er zum weiblichen Geschlecht ein großer Don Juan war. Er liebte euch, Frauenvolk. Sein ganzes Vermögen hat er mit dem weiblichen Geschlecht verprasst. Jawohl. Und als wir in Moskau wohnten, hat das ganze obere Stockwerk vom Grand Hotel auf unsere Kosten gelebt. In Petersburg pflegten wir enge Beziehungen zur Baroness von Tussig und zeugten ein Kind. Diese selbe Baroness hat in einer Nacht ihr ganzes Vermögen beim Bankhalten verspielt und wollte Hand an sich legen. Aber der Fürst ließ sie nicht ihr Leben beenden. Sie war so schön, so jung. Ein Jahr lang ging sie mit ihm, dann starb sie. Und wie die Frauen ihn liebten, Tanitschka, wie sie ihn liebten, sie konnten ohne ihn nicht leben. War er schön? Woher denn? Alt war er, hässlich. Jawohl. Auch sie, Tanitschka, sie hätten ihm bestimmt gefallen. Er liebte solche schlanken, blassen. Sie brauchen nicht gleich verlegen zu werden. Wozu denn verlegen werden? Ich habe mein ganzes Leben nicht gelogen. Da werde ich doch jetzt nicht lügen. Dann beschrieb Nikifor Filimonitsch Equipagen, Pferde und Toiletten. Er kannte sich darin aus. Dann begann er die Weine aufzuzählen. »Und es gibt solche Weine, wo eine Flasche 25 kostet. Trinkt man ein Gläschen, da tut sich was im Bauch, als ob man vor Freude sterben wollte.« Tanja gefiel am besten die Beschreibung der stillen Mondnächte. Im Sommer eine geräuschvolle Orgie im Grünen, inmitten von Blumen, und im Winter im Schlitten unter einer warmen Decke, im Schlitten, der dahinfliegt wie ein Blitz. »Der Schlitten fliegt dahin, und es scheint, als wenn der Mond mitläuft. Herrlich!« Lange pflegte Nikifor Filimonitsch so zu erzählen. Er hörte erst auf, wenn der Junge die Laterne über der Tür löschte und das Türschild der Bierstube hereinbrachte. An einem Winterabend lag Nikifor Filimonitsch betrunken am Zaun und erkältete sich. Man brachte ihn ins Krankenhaus. Als er nach einem Monat entlassen wurde, fand er seine Zuhörerin in der Bierstube nicht mehr vor. Sie war verschwunden.
Anderthalb Jahre später ging Nikifor Filimonitsch in Moskau die Tverskaja entlang, um seinen abgetragenen Sommermantel zu verkaufen. Da traf er seinen Liebling, die Tanja. Weiß geschminkt, aufgedonnert, in einem Hut mit toller Krempe ging sie untergehakt mit einem Herrn im Zylinder und lachte laut. Der Alte sah sie an, erkannte sie, begleitete sie mit den Augen und nahm langsam die Mütze ab. Sein Gesicht drückte Rührung aus, in den Augen glitzerte ein Tränchen. »Nun, gebe ihr Gott«, flüsterte er, »sie ist ein guter Mensch.« Und während er die Mütze wieder aufsetzte, lachte er leise vor sich hin.